Nicht alle Gegenden in Syrien wurden gleich stark getroffen. Einige wurden sehr von Bomben, Raketen und Explosionen verwüstet. Eines Tages traf eine Bombe eine Schule. Und 58 Kinder wurden verletzt. Ein Kind starb. Und ein Mädchen aus unserer Gemeinde verlor beide Füße. Das ist ein Beispiel für das, was hier jeden Tag passieren kann. Sommer 2014. Seit über 3 Jahren tobt in Syrien ein erbitterter Bürgerkrieg. Verschiedene islamistische Rebellengruppen kämpfen seit März 2011 gegen die Regierung Assad und mittlerweile auch gegeneinander. Die einzelnen Gruppen werden aus dem Ausland unterstützt. Dadurch ist der Bürgerkrieg auch zu einem Stellvertreterkrieg geworden und zieht sich in die Länge. Viele Orte sind bereits verwüstet. Rana dient an der Seite ihres Ehemannes Pastor Edward in einer Gemeinde in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Mitten im Bürgerkrieg versuchen sie, allen Notleidenden zu helfen. Denn vom Krieg betroffen ist hauptsächlich die Bevölkerung. Tausende sind tot. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Sie suchen im Ausland Zuflucht oder irren im Land umher. Betroffen sind auch viele Christen. Sie leiden nicht nur unter dem Krieg, sondern werden gezielt von Islamisten angegriffen. Einige Gebiete sind bereits unter islamistischer Kontrolle. Unsere christlichen Wurzeln in Syrien reichen zurück bis zur Zeit Jesu. Wir lebten mit anderen Gruppen und Religionen sehr friedlich zusammen. Nie fühlten wir uns isoliert. Bis zu einem gewissen Grad lebten wir frei. Wir durften Gottesdienste halten, die Gemeinde besuchen, Kirchen bauen, einige Veranstaltungen und Feste durchführen. Wir lebten sehr friedlich zusammen, kooperierten miteinander. Wir arbeiteten zusammen, gingen gemeinsam zur Schule. Wir fühlten uns nie wie in anderen Ländern, wo Christen als Ungläubige bezeichnet werden, die nicht an einen einzigen Gott glauben. So ging es uns nie in Syrien. Religion war im Alltag einfach kein Thema. Seit dem Ausbruch des Krieges leben wir kein normales Leben mehr. Wir können zum Beispiel keinen Tagesablauf mehr planen. Einige Tage sind schlimmer als andere. Manchmal hören wir 1-2 Tage gar nichts. Und dann kommen andere, sehr böse Tage. Wir haben Angst, rauszugehen. Seit dem Ausbruch des Krieges gehen wir nachmittags ab 5, 6 Uhr nicht mehr aus dem Haus. Es ist sehr gefährlich. Wir versuchen, mit der Situation klarzukommen. An schlimmen Tagen, mit vielen Bomben und Granatfeuer, bleiben wir zu Hause. Wir rufen uns gegenseitig an und checken die Lage, sagen alle Termine ab. Das ist sehr beängstigend, wirklich sehr beängstigend. Wenn man rausgehen muss, um Gemüse oder Brot zu besorgen, kommt man vielleicht nie wieder nach Hause, weil man zufällig von einer Rakete oder Bombe getroffen wird. Wir versuchen, damit klarzukommen. Andererseits kann man nicht den ganzen Tag und für längere Zeit zu Hause bleiben. Aber wenn man rausgeht, ist man in großer Gefahr. Nun, nach 3 Jahren arrangieren wir uns. Wir gehen tagsüber raus, wenn wir etwas erledigen müssen, aber es ist sehr, sehr gefährlich, rauszugehen. Depression
Depression ist in dieser Zeit ein großes Thema, besonders für Frauen. Ich habe selbst lange Zeit darunter gelitten. Darum kann ich mit Frauen mitfühlen, die zerbrochen und in Furcht in unsere Kirche kommen. Sie brauchen Unterstützung. Ich habe ja selbst lange Zeit darunter gelitten, aber Gott wollte nicht, dass ich ganz unten bleibe. Er hat mich wieder aufgerichtet. Durch die Unterstützung anderer Frauen, durch meinen Mann und meine Kirche. Er erinnerte mich daran, selbst wenn wir durch das Tal des Todesschattens gehen müssen, ist er bei uns. Er verlässt uns nicht. Er vergisst uns nicht. Also gaben wir Gott die Ehre und blieben im Land. Im Gegenzug ist er unser Beschützer, unser Erretter, unser täglicher Versorger. So ermutigen wir uns gegenseitig. Wir erinnern uns daran, wie Jesus all die Jahre mit uns gegangen ist und auch jetzt, in diesen wirklich dunklen Tagen, bei uns ist. Einer der traurigsten Tage für mich war, als wir zur Beerdigung einer uns bekannten Frau gingen. Gerade davor hatte ein anderes Begräbnis von einem Nachbarn stattgefunden, der ebenfalls von einer Bombe getötet worden war. Ich sah meinen Mann an und sagte, erinnerst du dich, früher gingen wir für Hochzeiten und schöne Veranstaltungen in die Kirche, aber heute werden die Kirchen leider für Beerdigungen gebucht. Das war hart, besonders weil in dieser Woche auch noch dieses Mädchen ihre Füße verloren hatte. Vor den Begräbnissen hatten wir sie noch im Krankenhaus besucht. Andererseits sehen wir, wie die Kirche wirklich voll ist. Die Menschen kommen von weit her, in Kleinbussen, die wir zur Verfügung stellen. Sie fahren über eine Stunde aus den Vororten, nur um zur Kirche zu kommen, mitten durch Bombeneinschläge und Granatbeschuss. Sie bestehen darauf, zu kommen. An einem Tag sagte ich zu Edward, weißt du, heute ist es wirklich schlimm, außer mir und dir wird niemand in der Kirche sein. Wir gingen dorthin und ich traute meinen Augen nicht. Die Kirche war voll. Wer wagt es nachmittags um 5 sein Zuhause zu verlassen, nur um in einen normalen Gottesdienst zu gehen? Ich würde das nicht wagen. Aber diese Leute brauchen wirklich die Ermutigung von Gottes Wort und von anderen Menschen. Darum kommen sie. Und die Kirche ist voll. Und sie gehen erst in der Nacht. Und Gott wirkt in ihren Herzen. Wir unterstützen 1.500 Familien allein in Damaskus und weitere 2.000 im Gebiet von Homs. Wir sagen unseren Teams, dass sie nicht zwischen Christen und Muslimen unterscheiden sollen. Natürlich kommen eher die Christen zur Kirche, um Hilfe zu erhalten, als die Muslime. Aber wir lehnen keinen Muslim ab, der um Hilfe bittet. Wir teilen Essenspakete an Familien aus, Decken und Matratzen für den Winter, Elektrozäune und Leinentücher für den Sommer, Jacken und Schulmaterial für die Kinder, die zur Schule gehen können. Wir versuchen unser Bestes, um zu helfen.
Wir danken Open Doors für ihre Unterstützung. Denn diese großzügige Unterstützung ermöglicht es uns, diese Familien mit unserer Hilfe zu erreichen. Vor dem Krieg verspürten wir schon den Ruf, nach Syrien zu gehen. Es liegt uns am Herzen, unseren Menschen zu dienen. Nun, wo wir in Gefahr sind, wollen wir nicht einfach gehen. Wir wissen doch, dass unsere Gemeindemitglieder Ermutigung brauchen. Darum versuchen wir, aufrecht zu bleiben. Jesus gibt uns dafür seinen Frieden. Manchmal fragen wir uns, warum bleiben wir? Wir haben doch eigentlich keinen Grund dafür. Unsere Kinder leben im Ausland und bedrängen uns manchmal, dort wegzugehen. Aber wir glauben, dass uns Gott auf diese Zeit vorbereitet hat und dass wir für unsere Leute da sein müssen. Es geht nicht so sehr um ein "Was würde Jesus tun?" Wir fühlen einfach, es ist unser Ruf zu bleiben, einander zu ermutigen, einander zu unterstützen und all diesen notleidenden Familien zu helfen. Es gibt so viele zerbrochene Familien, die nach echter Liebe suchen. Dies ist die Zeit für die Kirche, sie zu erreichen. Oft drücken sie ihre Anerkennung aus für das, was sie von der Kirche erhalten. Und das bedeutet uns viel. Das heißt, dass die Botschaft der Liebe sie erreicht hat und sie einen Unterschied spüren. Nun hinterfragen sie ihren Glauben. Wie kann es sein, dass diese Christen, die von unseren Leuten getötet werden, uns danach auch noch helfen und unterstützen? Ja, das ist unsere Berufung und unsere Botschaft der Liebe für sie. Wir hören so viele traurige Geschichten. Wir versuchen zu tun, was wir können. Wir fühlen mit ihnen. Wir sitzen ja im selben Boot. Wir hören zu, wir helfen, wir haben Verständnis. Und dennoch, schlussendlich bleibt es eine sehr harte Situation. Mehr als die Hälfte unserer Gemeinde hat das Land verlassen. Viele Familien wiederum weigern sich zu gehen, obwohl sie gehen könnten. Unsere Gemeindemitglieder leiden genauso wie alle anderen. Sie haben ihre Arbeit und ihr Einkommen verloren. Sie bangen um ihr Leben. Natürlich fürchten wir uns davor, dass die islamischen Gruppen in unser Gebiet einfallen. Das ist ein sehr großes Problem für uns. Davor haben wir Angst. Natürlich sind nicht alle Muslime gleich. Wir müssen zwischen den normalen Muslimen und den Dschihadisten unterscheiden. Normale Muslime akzeptieren Dschihadisten nicht. Sie sind total gegen sie. Viele Flüchtlingsfamilien erzählen uns, wie sie von diesen radikalen Leuten bedroht worden sind. Sie mussten alles verlassen und sichere Gegenden aufsuchen. Einige hatten kein Glück, sie wurden umgebracht. Wir hörten viele Geschichten von Menschen aus der Gegend von Homs, dass ihr Sohn, ihre Tochter, ihr Vater oder ihre Mutter vor ihren Augen getötet worden sind. Das ist ihr Gesetz und ihr Glaube. Sie haben kein Problem damit, Christen zu ermorden. Sie glauben, Gott damit einen Gefallen zu tun. Es ist sehr schwer für uns, zusammen mit diesen Leuten an einem Ort zu leben.
And this is very hard on us to stay in such areas, of course, with those people. Diese Dschihadisten sind völlig neu in unserem Land. Wir haben vorher noch nie von ihnen gehört. Sie kommen aus der ganzen Welt, wahrscheinlich aus radikaleren Ländern, um in Syrien zu kämpfen. Das ist die größte Bedrohung für Christen. Natürlich würde kein Christ in einer Gegend leben, die von Dschihadisten kontrolliert wird, denn sie müssen das islamische Gesetz, die Scharia, annehmen. Christen könnten dort kaum existieren. Sie müssten flüchten oder würden getötet werden oder sie müssen Geld zahlen, um bleiben zu können. Kein Christ könnte unter Dschihadisten leben. Sie müssten ihr Heim und ihren Besitz aufgeben und flüchten, um ihr Leben zu retten. In Damaskus hatten wir noch nichts mit ihnen zu tun, aber in Raqqa, Aleppo und in Teilen von Homs gibt es sie. Christen lassen alles hinter sich und fliehen mit nichts. Innerhalb eines Tages sind sie komplett aus einer Gegend raus. Selbst normale Muslime bleiben nicht unter den Radikalen. Das ist wirklich unsere größte Bedrohung. Wir beten, dass Gott ihnen nicht gestattet, in noch mehr Gebiete einzufallen und näher an Damaskus heranzukommen. Kein Christ würde bleiben. Es ist total beängstigend, sich vorzustellen, dass diese Leute die Kontrolle über Damaskus übernehmen. So etwas haben wir noch nie erlebt. Wir hören von diesen islamistischen Gruppen in Afghanistan. Wir haben im Irak gesehen, was sie tun, und in anderen Ländern. Das würde wirklich hart für uns werden, wenn die Dschihadisten in Syrien an die Macht kämen und das Land kontrollieren würden. Wir verstehen nicht, warum Gott diesen Krieg zugelassen hat. Wir werden nie das Morden und das Leid verstehen, durch das wir alle gehen. Aber wir vertrauen Gott und seinem göttlichen Ruf, seiner göttlichen Absicht. Täglich sind wir in Gefahr und es kann alles Mögliche passieren. Dennoch fühlen wir in dieser traurigen Situation inneren Frieden. Wir sind aus einem göttlichen Grund da. Wir wissen, dass der Herr einen göttlichen Plan für Syrien hat. Wir verstehen vielleicht nicht alles, aber wir vertrauen ihm, dass er das Land vorbereitet und die Christen und die Kirche vorbereitet, im Land eine bessere Rolle zu spielen. Vielleicht bereitet er die Kirche darauf vor, sich mehr in die Gesellschaft einzubringen. Es gibt Menschen, die haben noch nie zuvor von Jesus gehört, aber heute kommen sie in die Kirche. Sie stellen Fragen. Sie wollen mehr über Gott wissen. Sie verstehen nicht alles. Aber wir wissen, dass unser Gott vollständig die Kontrolle über alles hat. Wir müssen nur da sein, unsere Hände in seine legen und mit ihm durch diese schwere Zeit gehen. Ich weiß, er ist für uns da und verlässt uns nie. Wir müssen ihm nur völlig vertrauen.
trust in him in every way. Please pray for our churches. Bitte beten Sie für unsere Kirchen, dass sie unter diesem starken Druck ausharren. Für unsere Leiter, dass sie im Land bleiben und sich um die leidenden Menschen kümmern. Bitte beten Sie für uns persönlich, dass wir auch weiterhin diesen inneren Frieden spüren, um für die Mächtigen zu beten, dass sie diesen Krieg beenden. Beten Sie für die Kinder, die Frauen und die Familien, die geliebte Menschen verloren haben, dass sie unterstützt werden und die Liebe Christi spüren. Um diese Gebete bitten wir Sie. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihre Gebete wirklich unsere Herzen berühren. Wir spüren Ihre Unterstützung und Ihre Gebete. Dafür sind wir zutiefst dankbar. Wir fühlen, dass wir in einem Leib zusammengehören. Wenn Sie sagen, dass Sie für uns beten, spüren wir das wirklich. Wir wissen es zu schätzen, wenn Sie weiterhin mit uns mitfühlen, uns unterstützen und für uns beten. Das ist das, was wir zurzeit am meisten brauchen. Apostel Paulus spricht: Für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 6. Wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung über verfolgte Christen und konkrete Gebetsanliegen erhalten möchten, dann können Sie unser kostenloses Magazin bestellen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 6767100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de. Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 6767100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.